Ja, hallo. Ein sehr unerfreulicher Anlass, aus dem ich mich zu Wort melde. Ich bin ja erschüttert, wütend, weiß nicht, was man noch alles aufzählen kann. Ich denke, es ist verständlich. Warum muss ich überhaupt was sagen? Aus zwei Gründen. Und zwar zum einen, weil ich möchte, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Und das passiert nicht, wenn die falschen Entscheidungen getroffen werden, aus den falschen Gründen. Und zum anderen auch, weil ich es nicht mag, und das ist mal unabhängig davon, ob ich selbst betroffen bin oder nicht, wenn Leute diskriminiert werden und wenn aus, sag ich mal, falschen Schlüssen oder absichtlicher Fehlinterpretation Leute eingeschränkt oder sogar in einem Licht dargestellt werden, das sehr negativ ist, obwohl die allergrößte Anzahl der Leute das nicht verdient hat. Ich denke, es ist klar, worum es geht. In Hamburg ist eine schreckliche Tat begangen worden und sehr viele Leute fragen sich natürlich, wie kann man das verhindern, was muss getan werden. Und ich versuche das jetzt einfach mal strukturell anzugehen, vom Anfang quasi bis zum Ende und an welchen Punkten kann man ansetzen. Und der allererste Punkt ist natürlich, wer begeht solche Taten? Und das sind, ja, mir fallen da keine besseren Wörter ein. Es sind entweder böse oder gestörte, auf jeden Fall gefährliche Menschen, die aus den verschiedensten Gründen so werden können. Und das ist natürlich auch ein Stück weit ein gesellschaftliches Thema, wo man sagt, was kann man in der Gesellschaft besser machen, dass sowas gar nicht erst entsteht. Aber ich glaube nicht, dass das eine vollumfängliche Lösung ist, weil es wird immer Leute geben, die aus den ein oder anderen Gründen, sag ich mal, die Seiten wechseln und sich nicht mehr an eine friedliche gesellschaftliche Ordnung halten werden oder halten wollen. Und gerade jetzt im Fall von Hamburg wird eben auch angemerkt, es waren ja Hinweise da. Wie kann man das verhindern? Das ist jetzt wieder die Frage, worauf möchte man eingehen? Jetzt eben gerade in Bezug auf Waffengewalt oder wenn schlimme Dinge mit Waffen passieren, warum ich diese Einschränkung nicht nur auf legalen Waffenbesitz sehe, werde ich später nochmal erläutern. Aber die grundsätzliche Idee ist ja, wenn wir Leuten schon Waffen zugestehen, dann überprüfen wir die am besten psychologisch vorher, um rauszufinden, ob sie potenziell eine Gefährdung darstellen. Die Idee klingt grundsätzlich erstmal ganz gut. Ich sehe da mehrere Punkte, die ich ein bisschen kritisch sehe. Und zwar zum einen ist diese Schlussfolgerung, da passiert was, was schädlich ist und das hat eine Auswirkung, die vielleicht vorab getestet werden könnte. Die ließe sich auf andere Sachen auch anwenden. Wenn wir mal sehen, wie viele Unfälle im Straßenverkehr passieren durch Alkoholeinfluss, beziehe mich jetzt nicht auf die Autos. Natürlich ist ein Auto was ganz anderes als eine Waffe, aber ich glaube, wenn jemand sagt, eine privat besessene Waffe braucht niemand und mit der gleichen Argumentation kann man sagen, Alkohol braucht niemand. Es ist ein Genussmittel. Ich persönlich nutze es gar nicht. Ich halte davon nicht. Ich sehe es aber auch nicht so, dass es verboten werden sollte. Wo ich ganz strikt bin, ist, Alkohol und Fahren hat miteinander nichts zu tun. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Statistiken anguckt, die schönerweise zwar zurückgehen, aber immerhin haben wir im Jahr 2019 noch 228 Tote allein in einem Jahr gehabt, dadurch, dass Leute unter Alkoholeinfluss Autounfälle produziert haben. Von den Verletzten, die wir dadurch hatten, ganz zu schweigen. Und was ich noch gravierender finde, worüber ich gestolpert bin während der Recherche, ist, dass die Alkoholunfälle deutlich rückläufig sind. Aber wenn man sich dann das Ganze anguckt, was Unfälle unter anderen berauschenden Mitteln verursachen, dann wird man da schon echt ein bisschen skeptisch. Gerade auch, wenn dann gewisse Parteien, die ja sehr gut mit Verboten in die eine Richtung sind, dann auf einmal auf der anderen Seite versuchen, Sachen zu legalisieren und behaupten, es reicht ja, wenn die Leute verantwortungsbewusst damit umgehen. Lange Vorrede, kurzer Sinn. Ich fände es bedenklich, wenn wir jetzt vielleicht im Kleinen anfangen und es als Gesellschaft hinnehmen, dass wir Leute vorab unterstellen, ihr seid vielleicht gefährlich, ihr könntet potenziell etwas Schlechtes tun, mit was auch immer ihr macht, mit Waffen, mit Autofahren oder was einem noch einfällt. Und wir drehen diese Unschuldsvermutung erstmal um und sagen, bevor du eine Waffe bekommst oder bevor du einen Führerschein bekommst, machst du erstmal eine psychologische Untersuchung, um zu zeigen, dass du keine Gefahr bist. Das möchte ich eigentlich in keinem Fall, weil wenn man sieht, wie viele Leute eben dann doch verantwortungsbewusst mit dem Auto oder auch mit legal besessenen Schusswaffen umgehen,
Und auch mit dem Alkoholgenuss. Also ich kenne persönlich sehr viele Leute, die sehr wohl Alkohol trinken, aber die fahren dann halt einfach kein Auto und dann ist es okay. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Und den Leuten jetzt allen zu unterstellen, nur weil ja vielleicht was passieren könnte, müsst ihr am besten noch auf eure Kosten eure Unschuld vorab beweisen, das passt nicht so wirklich. Und das halte ich für sehr kritisch und da sollte man halt auch im Kleinen nicht anfangen, weil das sieht man, wenn man sich so die Ideen der Politiker anguckt, dann wird halt erstmal das eine verboten im Kleinen und dann kommen die Ideen für größere Möglichkeiten immer sehr schnell hinterher. Und ja, dann haben wir auf einmal ja, bevor du deinen Führerschein beantragst, mach doch erstmal eine MPU. Der nächste Punkt zum Thema psychologische Untersuchung ist einfach, dass sowas nie sauber funktioniert. Die Psychologie ist keine Wissenschaft wie Physik, wo man bestimmte Messungen machen kann. Kurzer Einspieler hier von einer Psychologin, die sich auch dazu äußert. Es ist die Frage, wie so ein Gutachten oder so eine Begutachtung aufgebaut ist. Denn im Grunde genommen bei einer 15- bis 30-minütigen Befragung ist das sehr schwer. Es sei denn, jemand ist ganz, ganz schwer erkrankt, aber prinzipiell ist das eine hochkomplexe Angelegenheit. Und genau das ist der Punkt. Es ist einfach eine sehr schwierige Sache, Menschen zu beurteilen und vor allem ändert sich die Situation ja auch dauernd. Und wie oft soll das denn passieren? Alle Jahr, alle halbe Jahr, alle 5 Jahre? Und wer soll die Verantwortung dafür tragen, wenn es nicht funktioniert? Und das ist der nächste Punkt. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt sowas, zum Beispiel auch beim Autofahren, und jemand muss dir bescheinigen, dass du nicht alkoholabhängig bist und dass du nicht dazu neigst, viel zu aggressiv zu fahren und damit eine Gefahr darzustellen. Jetzt wird er dir das bescheinigen und dann ändert sich das aber aus irgendwelchen Umständen und in einem halben Jahr verursachst du einen riesen Autounfall. Und dann werden doch sofort wieder die Stimmen laut, dass der Psychologe, der dir das begutachtet hat, dass du keine Gefahr darstellst, dass der zur Rechenschaft gezogen wird. Was wird passieren? Kein Psychologe wird noch, wenn er den allerkleinsten Zweifel hat, irgendjemanden zugestehen, irgendeins dieser Themen, die wir gerade angesprochen haben, wahrzunehmen, weil er Angst hat, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Aber kommen wir mal wieder zurück zum konkreten Fall. Wenn wir also nicht die Möglichkeit haben, das zu verhindern, dass überhaupt in Anführungszeichen böse Menschen entstehen, warum auch immer, und wenn wir auch nicht die Möglichkeit haben, das vorauszusehen, dann ist der nächste logische Schritt, der jetzt aufgesprochen wird, natürlich, wie verhindern wir, dass diese Leute was Schlimmes anrichten können? Und das Erste ist natürlich, wir verhindern, dass sie Waffen bekommen. Völlig richtig, absolut logisch, dieser Schritt. Und wenn wir jetzt einfach mal gedanklich diesen Schritt mitgehen und sagen, okay, wir haben also nicht die Möglichkeit, das über psychologische Untersuchungen einzuschränken und wir haben auch anderweitig keine hundertprozentige Sicherheit, dann verbieten wir den privaten Waffenbesitz einfach ganz. Dann kommt der Täter nicht an eine Waffe und dann ist ja alles gut. Ja, Problem gelöst oder vielleicht auch doch nicht. Neben dem Punkt, dass man die Verhältnismäßigkeit, die ja in unserem Grundgesetz festgeschrieben ist, erstmal betrachten müsste, ob eine Einschränkung von Millionen von Leuten aufgrund vom Fehlverhalten von wenigen oder Einzelnen überhaupt gerechtfertigt ist, sehe ich einen viel wichtigeren und größeren Punkt, nämlich diese Logik, die wir jetzt gerade aufgebaut haben, die geht ja davon aus, dass wenn, was, wie soll man es nennen, diese gestörte, hochgefährliche Person, wir müssen wirklich mal überlegen, was hat diese Person getan, was hat sie in Kauf genommen, inklusive am Ende ihren eigenen Tod. Jetzt versucht einfach mal, diese Logik nachzuvollziehen. Wir haben eine Person, die zu so etwas fähig ist, inklusive den eigenen Tod in Kauf zu nehmen. Und dann sagen wir einfach nur, nee, gibt keine Sportschützen mehr oder du kannst kein Sportschütze werden, wie auch immer wir das machen, du bekommst keine legale Waffe. Punkt. Und dann geht die Person irgendwo einen Kaffee trinken und sagt, na gut, dann halt nicht. Ich weiß nicht, also für mich ist das absolut nicht überzeugend, ja, zumal wir haufenweise Alternativen haben und ich brauche sie gar nicht alle vorlegen, aber von all diesen Punkten
gibt es Beispiele, wo es schon passiert ist. Und zwar mehr, als es Beispiele von legal besessenen Waffen gibt, die schlimme Dinge getan haben. Ja? Das Internet bietet endlose Möglichkeiten. Schwarzmarkt, lokal sowie international, gibt es beides schon Belege und Beweise, dass dort Leute sich Waffen besorgt haben, auf schnellerem Wege, als es dauert, Sportschütze zu werden, um schlimme Dinge damit zu tun. Wir hatten den Fall mit dem 3D-Druck, wobei ich sage 3D-Druck in Klammern, weil rein aus dem 3D-Drucker kriegt man keine funktionsfähige Waffe, aber man kann Teile dafür herstellen und mit anderen Sachen zusammenbasteln, um auch Geräte zu bauen, die gefährlich sind. Wir haben den Missbrauch von Fahrzeugen durch Terroristen, die Möglichkeit Brandanschläge und Sprengsätze und so weiter. Also braucht man gar nicht alles aufzählen. Nur ein Beispiel jetzt auch mal, ist ein Video, über das ich gestolpert bin bei der Recherche. In dänischen Hagen bzw. Kiel tötete ein Zahnarzt seine Ex-Frau, einen Mann mit Bezug zu ihr sowie einen weiteren Bekannten. Dort gab es ein anonymes Schreiben, was von den psychischen Problemen und seiner rechtsradikalen Gesinnung warnte. Die Behörden haben zügig gehandelt und die Erlaubnisse 4 Monate vor der Tat eingezogen, registrierte Waffen mussten überlassen werden. Die vollautomatische Maschinenpistole des Typs Uzi und eine Pistole mit Schalldämpfer wurden verwendet, beides illegal. Ich verlinke euch die ganzen Videos auch unten, also das ist nicht, dass ihr jetzt denkt, das sind immer nur Ausschnitte. Ihr könnt euch gerne die vollen Videos angucken. Ich finde, aus allen kann man was raushören, lernen. Aber auch das einfach als Beispiel, dass das keine Theorie ist, was ich hier nur erzähle. Gibt genug Vorfälle, wo sogar die Polizei genau das gemacht hat, was sie sollte. Sie hat Legalwaffenbesitzern die Waffen abgenommen, weil sich irgendwelche Situationen geändert haben. Und trotzdem sind später schlimme Dinge passiert, nicht mit legalen Waffen. Auch wenn manche Leute dann im Nachhinein wiederum behaupten, das wäre dem legalen Waffenbesitz zuzuschreiben. Wie gesagt, guckt euch das verlinkte Video an. Es ist auch ganz interessant, wie teilweise hier die angeblichen Fakten so ausgelegt werden. Also ich finde es ja okay, wenn man argumentiert. Ich argumentiere ja auch und versuche hier meine Rechtsauffassung und Verhältnismäßigkeit in irgendeiner Art und Weise klarzumachen und darzustellen. Aber ich werde nicht anfangen, hier irgendwelche Zahlen zu verdrehen. Ich habe ja über die Quellen immer verlinkt und ich zähle das nicht so schön, wie mir das gefällt. Also, dass ich dann anfange und mir irgendwelche Argumente ausfälle, was, warum, in welche Gruppe fällt, nur weil das meiner Argumentation dient. Und das ist halt auch was, was ich eigentlich schon verwerflich finde, weil es trägt der Sache nicht bei. Ja, das sind Leute, die haben eine Agenda, die sie durchdrücken wollen. Und sie versuchen alles, was sie irgendwie finden können, dazu zu nutzen. Und den Leuten geht es nicht darum, Menschenleben zu retten oder die Welt besser zu machen, sondern den Leuten geht es einfach nur darum, dass sie ihre Agenda durchdrücken. Und das ist schade, weil gerade wenn es so schreckliche Taten gibt, wie jetzt in Hamburg und Ähnliches, da sollte es darum gehen, dass man alles dafür tut, dass sowas so selten wie möglich vorkommt und dass so viel wie möglich den Menschen, allen Menschen geholfen wird. Auch den Tätern, wenn man dem früher hätte helfen können, wäre vielleicht Schlimmeres verhindert worden. Also ich möchte jetzt keinerweise das entschuldigen, was er da getan hat, aber für die Gesellschaft als solches wäre es natürlich besser gewesen, unabhängig davon, ob er jetzt eine legale Waffe hat oder irgendeinen der anderen Möglichkeiten genutzt hätte, um das auszuführen. Für alle wäre es besser gewesen, wenn ihm vorher hätte geholfen werden können. Ich gehe es jetzt einfach nochmal kurz durch. Über die Ursachen kann ich nicht viel sagen. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir versuchen, miteinander so gut wie möglich umzugehen. Ich glaube, in einer friedlichen und empathischen Gesellschaft wird es weniger Leute geben, die, sag ich mal, zu so extremen Taten neigen als in anderen Bereichen. Also sieht man ja zum Beispiel auch, Amerika hat ein sehr großes soziales Problem. Die Stimmung ist sehr aufgeheizt. Es gibt sehr viele Leute, die einfach, ja, sag ich mal, sozial zurückgelassen werden und keine Auswege mehr sehen. Und da passieren viel mehr schlimme Dinge. Denn die Leute mit ihrer Agenda werden natürlich wieder sagen, das liegt nur daran, dass es mehr Waffen in Amerika gibt. Meiner Meinung nach absoluter Schwachsinn, weil es gibt andere Länder, wo es mindestens genauso viel privaten Waffenbesitz gibt wie in Amerika. Oder nicht genauso viel im Sinne von die Anzahl der Waffen, aber genauso, dass die Leute ohne größere Hürden Waffen kaufen können. Schweiz, Tschechien und so weiter. Und da passieren diese Dinge nicht und das ist einfach ein soziales Thema. Und selbst in Amerika selbst, wenn man guckt, in den ländlichen Gegenden, wo es eben keine sozialen Brennpunkte gibt, da sind teilweise noch viel mehr Waffen, noch laxere Waffengesetze und da passiert so gut wie nichts im Vergleich zu eben den Brennpunktgebieten.
Und ja, aber wie man das macht, das ist nicht mein Thema. Zum nächsten Punkt kann man schon sehr viel konkreter werden, weil wir jetzt ein bisschen aus der menschlichen Schiene in eine sachliche Schiene reinkommen. Und da bin ich mir recht sicher, dass es einige Punkte gibt. Also das eine, was ich hier sagen möchte, ist, keiner von uns war dabei und weiß es genau, auch wenn das manchmal so klingt. Ich möchte jetzt keine Vorwürfe hier an Einzelpersonen machen. Wir waren nicht dabei. Wir wissen nicht, wie viel die Polizisten zu tun haben und was da los war. Es geht jetzt auch nicht darum, irgendjemand die Schuld in die Schuhe zu schieben. Mir geht es darum, wie kann man das besser machen. Und meiner Meinung nach muss grundsätzlich ein Meldesystem geschaffen werden. Oder es ist ja auch geplant, aber es muss halt eben noch besser und noch schneller passieren, als es jetzt schon in der Bürokratie so teilweise verhungert, dass Leute, und zwar unabhängig vom legalen Waffenbesitz, weil, wie gesagt, ich denke an das Beispiel eben, es gibt genug andere Möglichkeiten. Wenn jemand auffällig wird und so krude Gedanken hat und irgendjemand sagt so, das wird jetzt aber echt übel, was der da so von sich gibt, dann sollte unabhängig davon, ob der jetzt schon eine Waffe hat oder ob er sich vielleicht auf irgendeinem Wege eine besorgt oder ob er auch einfach nur mit einem Tanklaster, den er geklaut hat, irgendwo reinknallt, sollte es ein System geben, wo man das melden kann, wo man zur Not, wenn man Angst hat, anonym bleiben kann, aber trotzdem Rückfragen ermöglicht. Und wir brauchen ganz dringend geschultes Personal, was sich um so etwas kümmert. Da brauchen wir keine neuen Gesetze, wir brauchen unter Umständen neue und bessere Meldewege, wir brauchen bessere Abstimmungen der Behörden. Und wenn jetzt irgendeiner meint, ja, der hat gut reden, mein Job ist es, komplexe Systeme zu verstehen und unter anderem auch EDV-Lösungen dafür zu entwickeln und ich melde mich freiwillig und zwar kostenlos. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, und es ist jetzt egal, ob das hier Landkreis, Land, Bund, was auch immer ist, Polizei, Waffenbehörden etc. Wenn da irgendjemand sagt, wir haben hier ein Problem, wie kommt wer an welche Daten, wie kann man das am vernünftigsten lösen, sodass der Datenschutz gewährleistet ist, aber dass trotzdem die Leute informiert sind, wie kann man das technisch lösen, damit das nicht irgendwo vergessen geht, dass Mails nicht gelesen werden etc., dann bin ich dabei. Meldet euch bei mir. Ich möchte gerne was dazu beitragen, dass wir in einem sichereren Land leben. Ja, auch da, ich bin ja die ganze Zeit immer von Freiheit und Verhältnismäßigkeit am Sprechen, aber wenn eben wirklich eine Gefahr von jemandem ausgeht, dann muss er im Zweifelsfall bis zur Überwachung oder Einschränkung seiner Freiheit damit leben, dass das so ist. Im Zweifelsfall eben muss er dagegen vorgehen oder den Beweis antreten. Das Ganze darf natürlich nur, wie es jetzt auch schon bei anderen Themen der Fall ist, nach Regeln unseres Rechtsstaats ablaufen. Und es kann in keinster Weise sein, auch da unabhängig davon, ob jemand Legalwaffenbesitzer ist oder nicht, es kann in keinster Weise dazu sein, dass wir in irgendeiner Art und Weise ein System erschaffen, was dann dem Nachbarn dient, seinem anderen Nachbarn eins reinzuwürgen, weil er ihm auf den Senkel geht, weil er zu laut Musik hört oder was auch immer. Das ist auch wieder ein Punkt, wir werden nie hundertprozentige Sicherheit kriegen und wir dürfen uns nicht dazu verleiten lassen, an einen absoluten Überwachungsstaat zu machen, wo ich dann einfach nur sage, okay, mein Nachbar hat meinen Parkplatz zugestellt, jetzt rufe ich an und sage, der ist bedenklich und dann holen die ihn direkt ab oder so irgendwas. Ja, also es muss einfach alles irgendwo in Relation bleiben. Aber die andere Seite ist halt, wo ich im Moment die Defizite sehe, ist, dass wirklich Leute im Internet, siehe Hanau, siehe jetzt Hamburg, Leute veröffentlichen im Internet sehr krasse Thesen, Bücher, wo man, wenn man das liest, denkt so, wow, da läuft irgendwas richtig falsch. Und wenn das so ist, dann muss eben der ganzen Sache nachgegangen werden. Und zwar nicht nur im Sinne von, man nimmt ihm sämtliche Waffen ab, sondern im Zweifelsfall, man hindert ihn auch daran, auf andere Art und Weise schlimme Dinge zu tun. Zum Beispiel mit dem Messer durch den Zug zu laufen oder mit einem Tanklaster in irgendwelche Gebäude reinzufahren. Ja, und dann fragen sich einige noch so, unsere Bundesinnenministerin ist ja da ganz hart dabei und sagt, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Was ist denn jetzt mit den Waffengesetzen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe nichts, was da im Moment getan werden musste. Wir haben absolut Defizite in der Umsetzung. Wir haben kein Problem, was in irgendeiner Art und Weise die Größenordnung hat, wie es vielleicht in den Medien teilweise dargestellt wird. Und mal ein ganz simples Beispiel, die Leute werden jetzt wieder austicken, weil es ein Beispiel mit Autos ist, aber ich finde es eigentlich wirklich treffend. Und zwar, wenn ihr eine Kurve habt, wo 80 erlaubt ist und da fährt einer 120 und fliegt deswegen raus, dann kommen vielleicht Leute auf die Idee und sagen, wir brauchen ein krasseres Tempolimit, wir brauchen ein krasseres Tempolimit. Aber ganz im Ernst, das interessiert denjenigen doch nicht. Der hat sich an die 80 vorher schon nicht gehalten und dann kannst du da 60 hinstellen
Und dann wäre es trotzdem passiert. Das ist Aktionismus, das habe ich schon mal in anderen Videos erwähnt. Das hat zwei Riesennachteile. Zum einen, wir schränken Leute ein, wir tun Leute vorverurteilen und stigmatisieren. Und das zweite ist, wir fühlen uns am Ende auch noch gut, weil wir was getan haben. Ja, wir haben was für die Sicherheit getan und bringen tut es am Ende überhaupt nichts, weil das nächste Schlimme wird trotzdem passieren. Dann halt nicht mit legalen Waffen. Aber das kann nicht als Erfolg gewertet werden, wenn trotzdem Leute sterben. Und dementsprechend auch noch als Schlusswort hier ein Zitat aus einem Beitrag, wo ich sage, das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst. Trotzdem muss die Politik eine Frage beantworten. Können schärfere Gesetze Amoktaten wirklich verhindern? Wachsame Augen in den Behörden werden sie wohl jedenfalls nicht ersetzen können. Und das rechne ich auch hoch an, dass da einige Berichte jetzt dabei sind, die nicht ganz so tendenziös sind, wie das teilweise in der Vergangenheit war, sondern wo wirklich auch, von meinem Empfinden, danach gesucht wird, wie machen wir die Welt besser und nicht, wie drücken wir eine Agenda gegen den privaten Waffenbesitz durch.